Na, habt ihr Bock auf Satisfactory? Ich auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir waren in der letzten Folge dabei, hier fleißig unsere Fabrikfallen hochzuziehen und haben jetzt wahrscheinlich immer noch das Problem, dass wir gar nicht genug Beton haben. Aber drauf geschissen. Darf ich das? Ja, das darf ich. Das geht klar. Ein bisschen was haben wir mittlerweile drin. Jetzt bin ich auf der Leiter gelandet. Auch geil. Und können doch noch ein bisschen weitermachen. Ich meine, das ist zwar relativ unspektakulär, aber gerade, glaube ich, recht sinnig. Einfach, weil ich das hier ein bisschen schick haben will. Vorher gucken wir aber nochmal, dass wir vielleicht gleich einmal zack nochmal das nächste Upgrade losfahren. Denn wir müssen ja langsam mal hier techmäßig ein bisschen vorankommen. Wir sind ja immer noch, ja, eigentlich Low-Tech, ne? Gefällt mir gar nicht. Ich will hier endlich Kohlekraftwerke haben und ich habe keine Ahnung, wann die kommen. Da muss ich nicht hin. Hier muss ich hin. Das ist... Oh, das könnte man machen. Teilemontage. Sprungflächen. Ich mache jetzt mal die GB hier. Oh, versteckte Eisenplatten. Die habe ich noch gar nicht. Beziehungsweise habe ich schon, aber nicht in dem Maße, dass ich bräuchte. Machen wir gleich nochmal ein paar fertig. Was brauchen wir dafür? Schrauben. Ups. Na gut, machen wir Schrauben. Und wir brauchen 10 Stück. 7 haben wir noch auf Halde. So, machen wir nochmal ein paar fertig. Und ich habe so überlegt, eigentlich könnten wir auch mal versteckte Eisenplatten schon mal generell produktionstechnisch anlaufen lassen. Milestone, Gehwege. So, das Ganze dauert jetzt 4 Minuten. Und ich glaube, das machen wir tatsächlich schon mal fertig. Ich meine, wir haben jetzt hier zweimal Eisenplatten. Dann können wir jetzt eigentlich doch auch gleich... Ach nee. Das geht ja gar nicht so einfach. Der kann keine Eisenplatten hier, oder? Nee, der kann keine schweren Eisenplatten. Da brauche ich erst dieses nächste Upgrade. Scheiße. Na egal. Dann zimmern wir halt unsere Fabrik hier hoch. Der soll ja nun nicht das Problem sein. Zack. Wände. Und weiter geht's. Was ist denn nun das Problem? Ach so, ja. Die Nummer. Warum ist der hier... Warum ist der eine viel schneller als der andere? Die kriegen doch alle gleich viel. Wieder geirrt? Die waren doch eben noch dicht an dicht, oder nicht? So, hier gehen die dicht an dicht raus und hier nicht. Der ist leer. Der hat ordentlich was drin. Füllen wir doch einfach mal um. Gucken, was passiert. So. Und der kommt nicht hinterher mit den Platten. Der bräuchte also bei zweiten Mal nicht Schnecke, ne? Obwohl, der ist eigentlich ganz gut dabei. Na egal. Jetzt kommen die erstmal weg. Zip. Zack. Einmal bitte 9. Konstruktor. So, da passt er. Wie weit müssen wir rüber? Okay. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich habe das Gefühl... Ja doch. Sauber. Zack, zack. Förderband wieder ran. Nanu. Hä? Was ist denn dein Problem? Jetzt sieht der steht falsch rum. Ah, ich bin ein Idiot, ey. Zack. Nochmal bitte. Production. So. So, parallel zum anderen. Und jetzt geht das aber.
Zack. 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 So. Kriegst du gleich noch wieder Eisenplatten und dann soll Strom auch helfen. Zip. Zip. Und zip. Konstruktor. Zack, ein zu mir. Dran. Oh nee, das war ein bisschen mehr. Hups. Kann mal passieren. So. Jetzt aber. So, so. 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 Einmal im Schnelldurchlauf. Läuft doch, oder was? Zack, Eisenplatten und gib ihm hart. So. Dann gibt es weiter Wände. Ne, nicht Fundamente. Wenn die auch cool sind. Aber die brauche ich jetzt nicht. Zack. Zack. Da kommen die ran. Wo ist mein großes Tor? Da. Eins so. Ne, das ist Blödsinn. Zack. Ah, jetzt haben wir auch die mit Fließbändern dran. Das ist cool. Und dann ändern wir ein bisschen was. Zack. Ja, war wieder klar. So. Und dann machen wir das nämlich so. Weil es einfach viel cooler ist. Zack. Und zack. Geilo. Schon die verbesserte Version. Das ist doch schön. Es geht voran. Ram, tam, tam. Ginge auch mit doppelt, aber so weit sind wir noch nicht. Zack. Zack. Und fertig. Machen wir da drauf. Wir haben es da drüben gemacht. Mit einem Tor in der Mitte. Will ich hier auch ein Tor in der Mitte haben? Eigentlich schon. Da eins hin. Und hier ist richtig. Hier ist richtig. Da eins hin. Und drauf den Scheiß. Ich sehe es schon, ich muss nachher wieder Eisenplatten nachholen hier. Da eins, da eins. Und zack, 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 zack. Na kap. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Ups. Das wäre fast schief gegangen, aber egal. Das geht irgendwie weit schneller als beim letzten Mal, oder? Oder irre ich mich? Aber beim letzten Mal bin ich auch fünfmal rumgelaufen irgendwie. Völlig sinnbefreit. Was man auch machen könnte... Moment, wir probieren mal was aus. Nee, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich probiere mal was. Erstmal kommt der ganze Scheiß weg. Und dann machen wir nämlich so. Und den ist da oben hin. Dann Logistik. Wieder den Lift. Ach, das ist doch wieder so ein Scheiß hier. Okay, jetzt ist es immerhin schon mal ausgerichtet. So. Na, geht das? Natürlich nicht. Ach komm schon. Jetzt drehen wir das Ding aber einfach um hier. Produktion. Okay. Passt das so? So passt das. Kriegst du noch Strom irgendwo her? Da nicht her. Mal von da. Denn dahin. Sehr schön, das passt. Du musst. Setz dich, das passt nicht. Ach komm. Ehrlich jetzt?
Nochmal weg. Mann. Das soll ja nur alles ein bisschen schick aussehen. So. Und so. Geht das jetzt? Na, geht auch. So. Von hier nach da. Und dann geht nämlich Folgendes. Kann ich so machen. Das nehmen wir auch nochmal weg. Gehen wir hier nochmal hin. Zack. 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 Und dann kann man hier sauber drunter durchlaufen. Das hat dieses Durchgerennen nicht mehr. Ich glaube, das finde ich gut. Weg damit. Weg damit und weg damit. Wände. Da so eine Wand und da so eine. Zack. Oh. Hier in die Mitte. Von da nach da. Und von da nach da. Und dann da. Und dann haben wir hier tatsächlich ein bisschen Platz. Warum ist hier eigentlich... Was ist hier los? Warum wächst hier Grünzeug? Seid ihr bescheuert oder was? Tada! Und jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Dum-dum. Na gut, holen wir fix ein paar. Das ist doch gleich viel cooler. So, gib mal Eisenplatten. Naja, 130 reichen uns erstmal. Und dann steht auch das zweite Gebäude. Wup, wup. So. Auch da machen wir wieder ein Tor rein. Na komm. Zack, zack. Zack, zack. Und dann ist das doch schon fast wunderschön. So, da ein Tor, da ein Tor. Und hier steht schon eins. Und dann sind wir auch schon bei der Decke. Ja, ich habe gesehen, im neuen Update gibt es jetzt hier Rohrleitungen und so ein Scheiß. Ich glaube, mir graut schon davor, wenn ich die irgendwie nachher noch verbauen muss. Ich glaube, da wäre so ein Zwischenboden irgendwann ganz schön geil. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Machen wir das hier auch gleich? Ich denke schon, oder? Damit man hier schön sauber durchlaufen kann. Ich meine, das ist dann eh eine Höhe. Das passt. Ja, Sigi. Machen wir da unten zu. Und da oben so eins rauf. Und dann hoch mit dir. Oh, das werde ich überall nennen. Das finde ich total geil. Zack. Das ist gemein. Genau mein Ding. Muss ich nie mehr rumhüpfen. Zack, zack, zack. Und unten Ding. Oben Ding. Na komm. Oh, nee, den nicht. Den. Ja. So, 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 so. Und sauber ran. Total gut. Total genial. Manchmal bin ich stolz auf mich selbst. Wir können auch gleich das nächste Update fahren. Das machen wir zuallererst. Ich weiß noch nicht, welches es sein wird, aber das machen wir jetzt erstmal. 5 Minuten später rum. Alter, wie schnell vergeht denn die Zeit heute schon wieder? Viertelstunde vorbei. Alter. Ich krieg eine Macke. Das ging ja mal ratzfatz. So, was haben wir denn hier noch? Ja, machen wir den doch erstmal. Ach, habe ich nicht genug da. Aber Eisenstangen kann ich bestimmt noch fertig machen. Was soll der Geiz? Wo sind sie? Davon noch 250 und dann machen wir ein paar Eisenstangen fertig und dann
Können wir den Scheiß auch gleich losschicken? Wie viel noch? 12. Die habe ich dann wohl. Zack und gib ihm hart. Ich glaube, jetzt verändert sich äußerlich auch gar nicht mehr so viel bei dem Ding. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket und dimension developed a personal storage box accessible. Das geht ja ratzfatz. Tschüss, bis später. So, und dann können wir hier weiter unsere Decke reinziehen. Oh, wir sind schon fast fertig. Zack, zack, zack. Dum, 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 dum. So. Das steht. Wupp, wupp. Für die müssen wir vielleicht irgendwann nochmal gucken, dass wir da andere Positionen finden oder sowas, dass wir die anders festmachen können. Aber erstmal können die so bleiben. So, und dann haben wir schon mal zwei Fabrikkomplexe. Super gut. Und ja, dann müssen wir uns wohl demnächst erstmal die besseren Fließbänder holen. So, wie vertreiben wir uns die Zeit? Wie viel von dem Scheiß haben wir hier mittlerweile rumgeistern? Leck mich fett. Ich mache erstmal ein paar Kabel. Ich glaube, das wäre sinnig. Und dann gibt es tatsächlich noch gar nicht viel mehr, das ich schon besser machen kann. Das hält sich tatsächlich in Grenzen. So, wie viele Kabel machen wir da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. So, zwei Stacks davon bleiben. Behalten wir übrig. Machen wir zusammen hier. So. Wie viele Eisenplatten haben wir noch? Auch nicht mehr viele. Wie ich einfach Eisen dabei habe. Macht doch keinen Sinn. Warum habe ich Eisenbarren dabei? Egal, ich hinterfrage das nicht. Ich hinterfrage das nicht. So. So, der Frachter ist wieder da. Wir nehmen gleich nochmal einen Schwung von allem mit. Zack. Geh mal her hier. Und hier wieder auch. So. Und dann kommt gleich das nächste Update. Oh, es ist so gut, ey. Meine Fresse. Wie man das auf der anderen Seite auch noch. Sowas Einfaches und ich kann mich da so dran erfreuen. Super. So typisch Müller. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Tatsächlich fast fertig. Dafür hätte ich auch gerade genug da. Das machen wir auch noch. Das dauert noch nicht lange oder was. Fliegt die Rakete doch kaum los. So, so, so. Und gib ihm. Wir rushen jetzt hier einfach mal durch. 2,30, ich will's mich verarschen. So, dann haben wir das Level auf jeden Fall fertig. Flieg! Zack. So, dann korrigieren wir hier die Fließbänder auch gleich. Wenn wir schon mal hier sind. Haben wir hier gar nicht lange Ausfall. Zack. Da oben, ne. Natürlich wieder nicht. Da eine Wand, da eine Wand. Da ein Fließband, da ein Fließband. Zack. Hier ein hin. Ist das die Mitte? Da ist die Mitte. Ja, da soll er. Eng hier. Hier ein bisschen anders gebaut, kann das sein? I still don't know. Hm, das missfällt mir dann aber wieder, ne? So, ich hätte mal 1, 2, 3. Machen wir einfach. So, so. Zack. Ne, das ist doch auch doof. Aber es ist da genauso. Hm. Ich lebe damit. Ich lebe vorerst damit. Alles cool. So, jetzt können wir hier auch drunter durchrennen. Nicht, dass das groß was bringen würde, aber es ist erstmal so. Und dann fliegt das Ding noch 50 Sekunden. Heute ist echt. Heute ist hier richtig Akkord, meine Fresse. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg.
Wir haben hier echt gut Grundlagen gebaut, die letzten Folge. Folgen. Dadurch kommen wir hier gerade richtig gut voran. So gefällt mir das. Was ist denn hier los? So. So ein daran. Oha. Hier wird es aber enger. Aber gut. Es ist, glaube ich, immer noch gut so, dass man durchkommt. Warum ist denn das hier so viel enger? Ich habe doch eigentlich überall gleich gebaut. Die nicht auf der gleichen Höhe? Warum ist hier ein Abstand zwischen? Die sind allzu weit vorne gelandet. Ist mein Ästhetikempfinden schon wieder gestört. Ja, Scheiße. Naja, gut. Okay. So, nächsten Schwung Eisenplatten. Nächsten Schwung Rohre. Ich glaube, wir sollten hier hinten nochmal weg rausholen. Zack. So. Und dann ab zum nächsten. So, ja, wieder freie Bahn mit Marzipan hier. Ich glaube, die Strommasten werde ich einfach irgendwann hier auf die Linie verschieben. Und den ist hier in der Mitte schön frei. Das könnte nach meinem Geschmack sein. So, alles produziert fleißig weiter. Und wir haben jetzt Stufe 2, Teilemontage. Jetzt holen wir doch den Manufaktor. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, Eisenplatten. Dann können wir nämlich gleich schwere Eisenplatten machen. Jetzt haben wir wieder so einen Milestone hier erreicht. Kabel. Es kommt mir gerade echt alles tierisch hektisch vor. Aber naja, wie das Leben so ist, ne? So. Und zack. Feuer! Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Jo, ist doch super. So, jetzt werden wir erstmal gucken hier. Was haben wir denn hier noch nicht analysiert? Die Analyse von Festplatten ist abgeschlossen. Wähle die gewünschte Belohnung. Alternative Schrauben? Das finde ich gut. Das will ich haben. Alternativer Draht, das ist mir wurscht, glaube ich, so viel von. Aber alternative Schrauben ist geil. Nur aus Eisen Schrauben machen. Geil. Das nehme ich. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. So, salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Das ist cool. Das gefällt mir. So, der fliegt jetzt wieder eine Weile. Und jetzt müssen wir gleich Rotoren bauen. Ich glaube, wir können jetzt den Weltraumlift bauen, oder? Was brauchen wir dafür? Spezial-Weltraumlift. Das haben wir doch zusammen, oder was? Na, Beton könnte eng werden. Aber 1500 Kabel haben wir. 400 Eisenstangen kriegen wir auch zusammen. 250 Eisenplatten auch. Wir gucken mal, wie viel Beton wir haben. Ja, hier sind nur 90 drin und hier sind auch nur 90. Ja gut, machen wir später. So. Jetzt können wir erstmal hier hinten mit dem Konstruktor. Haben wir den gleich hier vorne? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich doch nicht. Erstmal sparen wir hier ein bisschen Beton, indem wir so weiter bauen. Oh, was war das? Wo ist der jetzt gelandet? Das ist doch Blödsinn. Zack. Dann kommt hier das nächste kleine Fabrikgebäude ran, tatsächlich. Mit verstärkten Eisenplatten. Dann kommt hier ein Konstruktor hin. Zack. Da will jetzt ja ganz simpel. Ach, geht ja gar nicht so einfach. Mit dem Gebäude rumrum. Weil ja, dummerweise. Na, was wollte ich sagen? Ich wollte was sagen, ich bin mir ganz sicher. Genau, weil die Wände zu nah dran sind dann. So, aber du kannst jetzt Schrauben herstellen. Ach, also aus Eisenrohren werden die gemacht. Scheiße, bin ich auch noch falsch. Moment.
Die werden aus Eisenplatten und Eisenrohren gemacht, oder? Ich guck mal gerade nochmal. Schon bin ich dumm. Dumm, 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 dumm. So. Mulare Rahmen. Okay, da geht's dann noch ein bisschen weiter. Verstärkte Eisenplatten. Aus Schrauben und Eisenplatte. Gut. Und kommt das Eisen nochmal weg hier. Das können wir eigentlich stehen lassen. Eigentlich brauchen wir nur den wegnehmen. So. Hier geht's nachher eh weiter. Aber dann müssen wir erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Jetzt wird es langsam interessant. Jetzt müssen wir langsam wirklich ein bisschen überlegen, wie wir das aufziehen. So. So, warte mal. Ich muss mal nochmal was gucken. Wir gehen nochmal hier ran. Ich habe da gerade freigeschalten, dass ich Schrauben auch aus Dings machen kann. Ach, ist doch scheißegal. Ich mache sie jetzt hier raus. Und gut ist. Konstruktor. Hier auf das zweite Feld. Oh Gott, oh Gott. Sitzt der schief? Nö, der sitzt gerade. Gut. So, da ein hin, da ein hin, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Dann war der hier hinten ran. Tschup. Tschup. Oh, jetzt sind wir schon echt weit hier hinten raus, meine Fresse. Ach, komm schon. Das größte Problem ist tatsächlich immer noch der Beton. Das hätte ich echt nicht gedacht. Persönliche Aufbewahrungsbox. Na, ist ja Wahnsinn. Brauche ich das? Nee, das brauche ich nicht. Denn jetzt muss das hier alles hier zusammenlaufen. Jetzt habe ich hier nämlich Schrauben. So, du machst Schrauben. Zack. Ja. Kannst du eigentlich machen. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Strom. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. So, kommen wir da ran. Sehr schön. So, dann kann der Schrauben herstellen. Und dann kommt danach ja... Oh. Das war nicht so richtig gewollt. Dann brauchen wir jetzt hier diesen Manufaktor. Da brauche ich Rotoren für. Oh, viel davon stelle ich noch gar nicht her. Ich brauche den Rahmen und den Rotor. Wie machen wir die denn? Schwupp. Hm, Quatsch. Ich brauche den modularen Rahmen. Verstärkten Eisenplatten. Okay. Dann brauche ich erstmal mehr Schrauben. Dann kann ich mehr versteckte Eisenplatten. Dann kann ich modularen Rahmen. So, davon brauche ich jetzt wie viele? 3. Und 4 Rotoren. Wo sind die denn? Rotor. Aus Schrauben. Ja, so easy. Schrauben. Zack, können wir 4 Stück von herstellen. Und jetzt kann ich schon diesen Manufaktator-Dings bauen. Manufaktor. Den könnte ich jetzt hier mittig zwischensetzen von der Sache her. Der hat nicht 2 Eingänge? Ja. Der hat auch 2 Eingänge. So, das heißt, das schließt von daher. Nee, den kann ich. Wie macht das denn Sinn? Es fehlt echt ein Kabel. Ich werd bekloppt, ey. So viel Kupfer hier rumliegen und es fehlt ein Kabel. Bitte, ey. So, mach fertig den Scheiß. So, ich will jetzt hier eigentlich ungern
das Ganze so mittig aufbrechen. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich setze den tatsächlich hier hinten ran. Ich noch Beton da? Ja, ein bisschen. Jetzt. Ne, dass erstmal die beiden Produktionsstränge zusammenlaufen. Aber noch lieber wäre mir eigentlich hier. Manufaktor. Oha, das Ding ist aber schon bedeutend größer. So. So? So. Ich glaube so. Wir wollen ja ein bisschen Platz sparen. Dann würde jetzt nämlich von hier ein Fließband zurückkommen. Das setze ich aber erstmal hoch, damit ich hier noch ein bisschen laufen kann. So. So. Vielleicht sogar zwei. Zack. Naja, es geht natürlich nicht. Zack. Und es werden erstmal so, so. Förderband zu steil. Ach komm schon. Ist das nicht dein Ernst oder was? Jetzt so. Geht doch. So, dann. So. Um dann hier wieder runterzufahren. Das heißt, wir setzen den hier hin. Zack. Daran. Und dann hier so. Ach, komm schon. Zu hoch das Scheißding. Da, da, da. Ich mit den Anstich hier auch sparen können. Das ist total dämlich. So. So. Der passt einfach. Komme ich immer noch gemütlich drunter durch, glaube ich. Nur hier halt nicht. Ach, ist das scheiße. Machen wir anders. Weil wenigstens runter durchlaufen. Macht das vielleicht Sinn? Ach komm, das ist jetzt so. Dann machen wir nämlich so. Und so, so. Und jetzt ist es garantiert wieder zu steil. Nein, geil. Rum, rum. Und jetzt kommt von hier nämlich... Danach. Komm schon. Komm. Komm. Ach komm. Mach es halt so. So und schräg darüber. Und dann geht's hier rein. Und dann kommen da die Eisenplatten und dann können wir. Boom! Versteckte Eisenplatten machen. Wie geil ist das? Und es ist alles relativ komprimiert auf einem Fuddel hier. Aber. Nee, Moment. Weg, weg, weg. Nein, 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 so nicht. Hier muss definitiv nochmal ein Lager vor. Ich glaube, das Ding frisst ein bisschen mehr Strom. Ups. Kann ja mal passieren. So, und dann machen wir nämlich... Ich will ja auch ein paar Schrauben tatsächlich behalten. Und dann haben wir ja hier Förderbandsplitter. Genau. Da kommt es rein. Dann geht's hier rein. Die Hälfte geht da raus. Und die andere Hälfte. Geht dann nämlich hier hin.
Ein paar Schrauben da, ein paar Schrauben da. Dann haben wir alle was davon. Ja, sauber. So läuft das. Ja, und hier geht ja gar nicht so viel weg. Was ist hier das Problem? Achso, ja, kein Strom. Logo. So, die Frage war, war das jetzt eine Stromspitze oder war das einfach nur Stromalle? Niemand weiß es. Machen wir erstmal zur Sicherheit ein bisschen Strom fertig. Oh, das ist gar nicht mal so viel. Aber es nervt mich echt tierisch, dass ich noch kein Kohle-Dings habe. Dieses ständige Treibstoff nachholen ist so nervig. Ich hätte es vielleicht auch einfach mal mit dem Konstruktor machen können, aber nein. Nein. So, warte mal. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Wir haben ein paar Röhren, wir haben ein paar Platten. Nur Beton. Wir nehmen gleich noch ein bisschen Beton mit. Ah, ist auch bald genug für den Lift. Ich glaube, den sparen wir uns schön für nächste Folge. Oder als Finale heute. Das könnte auch noch was werden. Wir schauen mal. Ist das nicht schön? Betonklötze. Super gut. So, hier scheint tatsächlich der Sprit ausgegangen zu sein. Nee, gar nicht. Das war eine Stromspitze. Wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Okay, so läuft es erstmal. Das heißt, wir holen erstmal noch wieder mehr Treibstoff. Boah, stinkert, Junge. Sim, sim. Und wenn wir dann mehr... Oh, wie lange halte ich das aus? Nicht lange, Alter. Das geht flott. Sterben mit Ansage. Aber egal. Oh, die Kettensäge nervt, wenn sie die ganze Zeit läuft. Ich meine, ich mag das Geräusch irgendwie, aber... Konzentrieren und dabei noch labern ist dann echt nicht drin. Zack. Und weg damit. Zack. Ich brauche viel mehr Holz. Was war das? Blätter. Okay. Weil wir haben mittlerweile echt so einen hohen Stromverbrauch, alter Vater. Darf's keinem erzählen. So. Wie gesagt, nicht gesund, aber gut. Wir frosten ja einfach fleißig ab und dann wird das schon. So. Ich weiß zwar nicht ganz, wie das mit der Kollisionsauflage hier funktioniert, aber egal. Zack. Und den Scheiß auch noch weg. Was bist du? Achso, ist von da oben. Na, komm ich nicht ran. So, wie viel haben wir denn jetzt? 100 Holz, 109 Holz. Guter Anfang. Nehmen wir den Scheiß hier auf dem Weg auch noch mit. Und eine Glipschi-Schnecke nehmen wir uns auch noch. Dann könnten wir vielleicht mal so eine Schnecke in die Fundamentscheiße da reinballern. Vielleicht bringt das ja was. Oh, ups. Komm, Elektro-Schnecke. Fürs Zupacken hat er jetzt so lange gebraucht, ja? Nur ist ja auch okay. Es nervt mich ein bisschen, dass dieser Gifteffekt so wenig Sichtweite hat. Ich meine, dadurch läuft das Spiel zwar Bombe, aber ich meine, ich habe ja jetzt hier kein Performance-Problem aktuell. Das hätte ich im Zweifelsfall gerne später runtergesenkt. Ach, die Fresse jetzt, meine Güte. So, hämmeln wir hier erstmal noch einen Generator hin. Biomasse brenne. Zack. Oha. Ich brauche langsam mehr Strom. Mehr. Pfeiler hätte ich fast gesagt. Ja, doch, ist gar nicht so verkehrt. So, hau rein hier. Mach mal Biomasse. Ein nerviger Scheiß, ey. Aber ich bin immer noch zu geizig, das zu automatisieren. Ohne Scheiß. Hab ich keinen Bock drauf. Und das reicht noch nicht mal, um alle Generatoren wieder voll aufzufüllen. Scheiße, ey. Mach ich wenigstens einen mit Biobrennstoff?
der die ganze Zeit aus Biomasse Brennstoff macht? Weil das dauert echt ewig. Aber es frisst dann auch wieder Strom. Das ist ein Teufelskreis hier. Ich will endlich Kohle. Gebt mir Kohle. Mit Kohle ist alles so viel einfacher. Kohle. Man sieht mich ja gar nicht. Ich soll doch mal gucken, wenn ich die Kamera einstelle, oder? Hm? Ja, ist besser. Zumindest etwas. Vielleicht habe ich mich auch einfach anders hingesetzt. Aber egal, anderes Thema. So. Dann reißen wir die Hütte mal an. Ja. Sehr schön. Ich könnte eigentlich gleich noch einen bauen. Ich meine, was soll der Scheiß? Aber dann müsste ich noch wieder mehr Biotreibstoff holen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Muss trotzdem nochmal hoch. Guck mal, da hinten sind viele große Bäume. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Und fällen einfach große, große Bäume. Das. Hepp. Oh, Naschi. Doch kein Naschi. Schade. Aber, wo wir gerade dabei sind. Gönn dir mal ein bisschen. Eigentlich können wir. Nee, das ist auch Quatsch. So. So, du scheiß Natur. Kannst du mal gucken, wo du bleibst jetzt. Jetzt gibt's hier die große Rodung. Bop. Ja, na, das lohnt sich doch. Meine Fresse. Yo. Und ich gebe mich hier mit diesem kleinen Scheiß zufrieden. Rabimmel. Das läuft. Yo. Ich könnte das Ding wieder einsammeln, aber das habe ich einmal und es geht eh nicht. Okay. Die haben mir empfohlen, das zu sammeln, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich habe die einmal, kann die eh nicht analysieren. Also was bringt's mir? So alles Tinnef. Oh, hier liegen noch Äste rum. Oh ja, ich setze jetzt da einfach einen Konstruktor hin. Das dauert ja sonst ewig. Komm hier hin. So. So. Nu ist Platz. Ja, damit bin ich voll. Ja, ein bisschen. So, wo geht's denn nach Hause? Ich glaube da. Oh, das sieht ja aus der Ferne schon mal ganz geil aus, ne? Das sieht ja aus wie gewollt. Schee. Das wäre der Wahnsinn. Da ist sogar schon eine Rampe, das ist ja. Hab ich ja irgendwann mal mitgedacht. Brauchen wir einmal etwas Platz. Dann brauchen wir einen Container. Dahinter würden die Generatoren kommen. Dann kommen hier. Zack. Konstruktor dazu. Ich sehe es schon kommen. Dann reicht die Energie wieder nicht. Was? Ach, versteckte Eisenplatten. Komm schon. Das ist doch scheiße. Wieder nur genug für eine da. Ätzend. Zick. Nicht genug Platz im Inventar. Ja, das ist natürlich klar. Gehen wir aber die Beton weg. Komm. Den Platz brauchen wir einmal kurz. Habe ich drei? Drei, drei, drei? Ja, sogar vier. Sehr schön. Konstruktor dazwischen. Das machen wir auch komplett platzsparend hier.
So, hinten wieder ein Container ran. Zack. Zack. Und der macht jetzt bitte Biobrennstoff. Dazu gibt es noch einmal Strom. Mittig, okay. Ach komm schon. So. Und dann muss er nur noch Biomasse rein, dann geht's los. Sehr schön. Machen wir mal fix Biomasse fertig. Die geht da mit dem Holz echt bombenschnell. Krass, ey. Mal den Stack will ich voll haben. So. Einmal auffüllen und dann kann das Ding loslegen hier. Zack, 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 zack. Und hau weg den Scheiß. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die Produktion reicht, aber es wird mir auf jeden Fall die Aufgabe hier um einiges erleichtern. Oha. Ist ja noch ein bisschen was übrig, wa? Meine Güte. Oh, noch eine Viertelstunde. So, dann haben wir dieses blöde Stromproblem auf jeden Fall schon mal grundlegend gelöst. Zumindest eine Weile. Das mit dem Wald hat sich echt gelohnt, meine Fresse. Da kriegen wir eine Menge Brennstoff draus. Könnten wir da eigentlich auch so eine Elektroschnecke reinpacken? Den hält es auf jeden Fall lange genug. Produktion. Was ist das? Effizienz. Effizienz der Produktion im Vergleich zur aktuellen maximalen Produktionsgeschwindigkeit. 100%. Ja. Kann ich das übertakten? Muss ich so eine Batterie machen. Aber viel schneller kommt das auch gar nicht rein. Ich bräuchte erstmal bessere Förderbänder. Um das hier überhaupt zu beschleunigen. Von daher, scheißegal. So, restliche Biomasse hier fertig. Füllen das letzte Kraftwerk noch auf und dann ist doch hier alles Tutti. Ding, 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 ding. So. Machen wir einen fertig. Dann mache ich das einfach einmal aus Prinzip. Zack. Rinn in die Hütte. Und gib ihm. Ein bisschen mehr geht er. 90 pro Minute. Jo. Rein. Gib ihm hart. Dann haben wir unseren letzten Generator hier hinten noch voll. Der müsste fast leer sein. Jo. Zack. Und den Rest machen wir nachher mit der Produktion hier. Das war eine gute Idee. Da spart uns, glaube ich, eine ganze Menge Zeit am Ende. So, und jetzt gucken wir mal, wie es läuft mit Operation Weltraumlift. Oh, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ach scheiße, ich habe da hinten den ganzen Beton weggelegt, ne? Bin auch ein Idiot. Aber was brauchen wir dafür? Der Weltraumlift. Da ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen. 250 Eisenplatten. Zack. 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 Die haben wir. Was brauchen wir noch? Hm. 500 Beton. Die haben wir, glaube ich, auch. 400 Eisenstangen. Hm. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die haben. Hier sind ja nämlich gar keine mehr. Ja, die haben wir definitiv auch. 400 Eisenstangen und was haben wir noch? 1500 Kupfer. Meine Fresse. Mein Inventar auch fast voll, ey. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel hier drin liegen, ey. Jo. Die haben wir auch.
Das ist auch schlau, ne? Einfach kein Dings hinten ranbauen. Ah, die brauchen eh eine ganze Weile, bis die so weit sind. Ah, da reichen auch 100 auf Halde. Da muss jetzt kein Container ran. So, was brauchen wir noch? Den Beton. Den holen wir dann mal eben. Und dann können wir gucken, wo das gute Stück hinsetzen. Während hier alles fleißig vor sich hin wächst. Ich will da eigentlich was Erhöhtes haben. Fände ich, glaube ich, gut. Obwohl, da unten könnte ich das hinbauen. Das ist zwar ein... Ah, ich muss mal gleich gucken. So, ich kriege ja den ganzen Scheiß hier irgendwie nicht. So, brauchen wir? Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 380, 480. Fehlen echt ein paar. Ich bin bekloppt. Aber ich habe doch gerade noch. Ha! Kalkstein gesehen. Machen wir uns auf fix. Und zack! Es reicht. Wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Wo habe ich denn das jetzt wieder her, ey? Eisenerz. Wieso habe ich Eisenerz auf Tasche? Wo kommt denn das her? Taucht hier überall mal wieder auf. Oh, noch eine Batterie. Zack. So. Nun braucht es Platz für einen Weltraumlift. Ich könnte den da oben raufbauen. Wäre auch witzig, oder? Zack. Ab nach oben. Und den gucken wir da mal ein bisschen. Wo wir den hinstellen. Da oben drauf wäre auch cool. Können wir eine Brücke rüber bauen. Oder da halt in die Mitte. Aber ich will den erhöht haben. Was cooler als hoch, noch höher. Oder da hochrennen? Ich meine, das ist wahrscheinlich total sinnlos, das zu tun, aber... Aber witzig, ne? Wir holen mal noch ein bisschen Beton. Ach, scheiße. Was haben wir denn da? Wir müssen ja ein bisschen was drunter bauen. Ach, und dafür müsste ich da jetzt mal Fundament hinbauen. Scheiße. Das soll ja alles ein bisschen ausgerichtet sein. Wie komme ich denn da hoch? Ach, so viel muss ich gar nicht. Ich brauche da nur... einfach diese Mauer hochbauen. Hä? Welchen Berg habe ich denn da gesehen? Habe ich den da gesehen? Der ist bis über der Welt. Okay, wie komme ich denn da oben hin? Also mit einer Treppe sicherlich. Wie habe ich denn da jetzt gerade von dem Turm aus gesehen? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich halte mich für dämlich. Ich glaube, ich stelle ihn einfach da hin. Ja. So mag wir dies. Beryllus. Die Beryllus-Nuss. Ich würde sagen, wir reißen da erstmal weg. Und wir setzen hier schon mal Fundament drüber. Zack, zack. 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 So, das ist schon mal schlecht hier. Das geht so gar nicht. Erstmal weg damit. Weg, 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 weg. So, und dann machen wir den hier hin. Batz. Zack. Weg. Null. Ach komm. Das hängt doch hier gleich durch. Das ist doch scheiße. Das nervt mich, glaube ich, gleich. Ach Quatsch. Hier den. Nee. Das ist schon mal eins zu spät. Also. Ein früher, bitte. Zack. Schwuppdiwupp. Und weiter geht's. So. So. So.
Und so. Und so. Und na komm. Na, jetzt haben wir doch eine adäquate Höhe hier. Ja gut, da steht nachher eh der Lift drauf. Das sieht man dann, glaube ich, nicht so. Boah, nee, komm. Nee, ich krieg Pickel. Ohne Scheiß. Da krieg ich echt Pickel. Das geht gar nicht. Dann mache ich lieber nochmal das Ganze ein bisschen abgeflacht. Weil sonst kriege ich hier Anfälle. Wenn das hier ständig durchgeht. Die Frage ist, wie groß ist dieser Turm? Ich meine, so ein Weltraumlift ist ja wahrscheinlich nicht gerade klein, ne? Und weg damit. Ist mein Inventar eigentlich komplett voll? Nee. Gut, dann nehmen wir die Scheiße gleich mit. Gib her. Zack. Was wir haben, haben wir. So. Ja, das ist doch schicki. Zumindest leicht erhöht. Das ist ja schon mal was wert. Wie groß kann er sein? 4x4? 5x5? Bisschen was. Wir gucken mal gerade. Oha. Oha, oha. Ich glaube, da werde ich einen Turm setzen müssen. Also, ich glaube, das sind 5x5. Das sind, glaube ich, 5x5. Das wird gleich weggesägt. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Platz und dann baue ich das einfach vom Aussichtsturm aus. Haha! Ich Fuchs! So, du Baum! Das! Stehst hier dem Fortschritt im Weg? So nicht! So. Ja, schön, dass da so ein kleiner Sockel war. Den jetzt am Ende nicht mehr gebrauchen, ne? Hui. So, machen wir nochmal so und so. Und dann bauen wir uns hier ein Türmchen drauf. Wo sind die Dinger denn? Der Hub, Weltraumlift. Soll ich mich verarschen? Da ist er. Klettern wir da mal hoch. Auch wenn das überhaupt nichts bringt, weil ich ja noch Beton brauche. Scheiße, noch eins. Aber wir können zumindest mal gucken. Alter. Was ein Oschi. Das reicht ja immer noch nicht. Da muss an jeder Seite noch eine Platte ran. Und nach hinten zwei. Oh, das war knapp. So, und sieht er seine nochmal Platte ran. Waffengeräte. Und nach hinten zwei. Was man da allein fürs Fundament braucht, ey. Das ist echt Müll. So, aber dann müsste es passen. Zack. So, jetzt fehlen mir wahrscheinlich so um die 300 Beton. Alter, wieso wächst das hier durch? Wollt ihr mich verschaukeln? Weg damit. Und hier auch weg. So. Weltraumlift. Ich habe tatsächlich immer noch von allem genug, außer Beton. Halt die Fresse jetzt. Wie viel fehlt denn da bitte? Das Ding ist zu langsam. Für das ganze Kupfer, das wir haben.
Das reicht hinten und vorne nicht. Schade. Schade, schade. Dann gibt's die Folge wohl keinen Weltraumlift mehr. Dum, dum. Ah, habt ihr was zum Freuen? Das ist ein geiler Cliffhanger. Super gut. Was wollte ich jetzt? Genau. Nochmal Biomasse nachfüttern. Und dann werde ich euch tatsächlich entlassen. Richtig angefickt davon, dass nächste Folge erst der Dings kommt. Der, na wie heißt der? Der Weltraumlift. Verdammt. So. Sieht das da wahrscheinlich ewig und drei Tage rum, aber egal. Genauso wie der Scheiße. Nervt mich auch schon ewig. Gleich rein damit, komm. Hier, weg. Wie viel Biomasse haben wir denn jetzt hier produziert? Boah, na guck mal. Da geht auch was. Da können wir hier komplett nachfüllen. Zack. Deckt das unseren Verbrauch? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja. Und zwar ziemlich gut sogar. Na. Ups. Naja, ein bisschen was fehlt. 82. Aber der war auch nicht ganz voll. Ja, geilo. Dann würde ich sagen, krebsen wir hier nochmal auf unser Türmchen. Gucken uns an, was wir hier die Folge fabriziert haben. Einen wunderbar sterilen Fabrikkomplex. Und es ist auch wieder ein bisschen mehr geworden hier. Ja, hier haben wir jetzt unsere Treibstoffproduktion, unsere immer weiter wachsenden Generatoren. Wir haben da hinten jetzt den ersten... Alter, das Ding ist ganz schön groß geworden. Das gucken wir gleich nochmal an. Wir haben da hinten unsere ersten versteckten Eisenplatten. Wir haben hier weiterhin unseren Beton, der fleißig vor sich hinläuft. Ich hoffe mal einmal darüber. Ich guck mir das Ding hier nochmal aus der Nähe an. Ich habe das Ding noch nie vorher gebaut. Ich habe es mir nicht mal in Ruhe angeguckt, ey. Kann nicht angehen, scheiße. Psst. Ist ja schon ganz cool gemacht, ne? Zzt. Ja, dann macht er Platten. 30 Stück haben wir schon. Effektivität nur 29%. Also mit mehr Schrauben wird wahrscheinlich auch mehr gehen. Hm. Kann ich das hier eigentlich einstellen, wie viel da wohin sollen? Ich meine, wäre ja schon cool. Weil so viel Schrauben brauche ich im Leben nicht. Ganz schön was zusammengesammelt. Aber so viele versteckte Eisenplatten werde ich auch nicht brauchen, ne? Egal. Naja. Ansonsten heißt es jetzt wie immer Abschied nehmen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn auch nur einer bis hierhin gekommen ist, das würde mich schon wundern. Ja. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Haut mir was in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche guten Tipps, die ich wahrscheinlich eher gebrauchen kann als Kommentare, Fragen, weil... So firm bin ich tatsächlich in dem Spiel. Und ja, lasst auf jeden Fall von euch hören. Irgendwas zum Quatschen ist immer gut. Und dann danke ich euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoldsson. Reingehauen. Peace out.